Das stimmt es also. Wir sind neben dem deutschen U-Boot. Jetzt werden wir herausfinden, ob seine Fracht noch intakt ist. Die Taucher sollen sich fertig machen. Und werden wir auch irgendwann erfahren, wonach wir eigentlich suchen? Sie werden genug erfahren, um es zu erkennen. Da. Aber mehr Informationen würde Ihr begrenzter Intellekt wahrscheinlich nicht verkraften. Meiner vielleicht nicht, aber eventuell der Verstand der Spionin, die wir an Bord geschnappt haben. Eine Spionin? Ich hoffe doch, Sie haben sie ausgeschaltet. Nieta! Wir müssen zwar mit ihren Wölfen heulen, aber wir werden nicht ebenso wahllos morden. Idiot! Ich werde diese Agentin erledigen, wenn ich zurückkomme. Bringen Sie das Boot in Position! Schnell, Genosse! Backbord 5 Grad. Steuerbordmaschine ein Viertel voraus. Alle Maschinen stopp! Achtung! Alle Tauchmannschaften sofort auf ihre Stationen! Okay, anscheinend will wenigstens der Kommandant, Kapitän, ich weiß es nicht, mein Gott, uns nicht wahllos umbringen. Das beruhigt mich, denke ich. Weiß noch nicht. Freut mich jedenfalls. Können wir einfach als Tauchermannschaft durchgehen? Hallo? Cool. Das ging echt. Ich hab nicht damit gerechnet, dass das geht. Ich wusste jetzt nicht, womit ich schlagen soll. War ein wenig überfordert. Mit meinen Möglichkeiten. Ich habe einfach das erstbeste gegriffen, was ich hatte. Und das war nun mal unsere Brechstange. Okay, damit haben wir schon den nächsten Schlüssel. Das ist immer super, ein Schlüssel für einen Raum, der einen Schlüssel beherbergt. Man fragt sich dann, wofür man diesen Vorratsraum braucht. Tja. Bitte gib uns unsere Waffen. Dafür. Aber nochmal öffnen. Ach, ist das schön. Gut. Wahrscheinlich brauchen wir es jetzt sowieso, deswegen freue ich mich mal nicht allzu früh. Aua! Leute, ihr tut mir echt weh. Ich will euch noch kurz sagen. Tut weh, was ihr macht. Könnt ihr mal bitte damit aufhören? Ja, nein, vielleicht. Kreuzt ihr es an. Wo der eine krepiert ist, weiß ich aber nicht.
Naja. Natürlich. Hier können wir nicht hin, weil wir hier eine Karte benötigen. Die war natürlich nur woanders bekommen. Mann! Keine Ahnung, packst beim nächsten Mal die eine Karte in deinen Schuh oder so. Haben wir das Problem nicht? Hi! Kannst du auch seine Waffe nehmen, Lara? Das ist nicht das Problem, glaub mir. Der nimmt dir das nicht übel. Will sie aber nicht. Komm, gib mir die andere Batterie. Oder gib mir gar nichts. Ist auch okay. Vielleicht hier irgendwas. Hallo, bitte. Der Raum ist komplett nutzlos gewesen. Wobei doch nicht ganz so nutzlos, weil wahrscheinlich haben wir hier irgendwas. Wieder durch den Ventilator, beziehungsweise durch Luftschächte. Muss das sein, Korde sein? Können ja eigentlich hier weiter durchkriechen. Vielleicht haben wir ja irgendwas Nettes. Bitte kein Secret, bitte kein Secret, bitte kein Secret. Sagen, lass es einfach wichtig für unsere Mission sein. Lass es einfach wichtig für unsere Mission sein, okay? Gib mir einfach diesen blöden. Diese blöde Batterie. Ich wollte gerade sagen, diesen blöden Schlüssel, aber wir brauchen keinen Schlüssel. Wir brauchen eine blöde Batterie. Ich will doch nur eine Batterie haben, Leute. Ist das so schwer? Danke. Das ist dann Plus und Minus, ne? Kombinieren. Anzugbatterie. Yay. Also bekommen wir wirklich einen coolen Anzug. Wollte ich schon immer mal haben. Ich bin verwirrt. Hi, mein Freund. Ich finde es gut, dass du Shotgun-Munition hast, obwohl du keine Shotgun hattest. Das ergibt Sinn. Ah, ich glaube, warte mal, hier war wir. Nicht! Hier waren wir nicht. Hier haben wir aber auch nicht. Ach doch. Ein Medikit. Dann hat sich wenigstens etwas gelohnt. Okay. Aber sonst haben wir hier nichts, das heißt, wir können hier wieder gehen. Ich dachte, das wäre unsere Tür gewesen, aber nein, das war nicht unsere Tür. Aber hier entlang. Einfach mal hier alles aufreißen, mein Gott. Hi. Störe ich? Hoffe doch. Ich hoffe doch, dass ich störe.
Cool. Den Anzug will ich. Was muss ich dafür tun? Hallöchen. Kann ich mir nicht irgendjemand mal so eine blöde Karte geben? Das ist so schwer, Leute. Eine Schlüsselkarte, bitte zum Mitnehmen. Danke. Tom, ich hab hier eine Batterie für dich. Anscheinend fehlt uns noch etwas. Wenigstens wissen wir, wo unser cooler Anzug ist, weil das ist der einzige Anzug, der nicht irgendwie groß noch eingepackt ist. Sagen wir es mal so. Hi. Das ist ein schöner Anzug. Ey! Anzugskonsole. Da weiß ich, wo ich hin muss. Nämlich hier hin. Wie? Nee. Och, Lara, du brauchst das Ding, glaub mir. Okay, halten wir fest, Lara möchte doch keinen Anzug haben. Ja, dann... halt nicht. Dann halt nicht. Bin jetzt sehr enttäuscht. Ich hätte gern diesen Anzug gehabt. Naja. Man kann ja nicht alles haben. Vor allem nicht, wenn Miss Croft nicht möchte. Jetzt müssen wir aber den ganzen Weg wieder zurücklaufen, oder? Zum Glück ist das Schiff ja so klein. Schon. Ja. Hier waren wir noch nicht. Kann ich abspülen? Geht das? Muss mal. Nee, abspülen kann ich auch nicht. Widerlich. Okay, mit den Toiletten hat es ja auch nichts zu tun gehabt. Ja. Töre einen! Du bist mein Held!